Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Elden Ring. Es ist ja nun endlich mal passiert. Ich habe die... Was sind noch Runen von mir? Ach ja, ich habe mich ja von den Wagen fressen lassen. Ja, egal, war bestimmt nicht so viel. Ich glaube, da war ich schlau genug, habe vorgesorgt. Wir haben ja die Magierakademie endlich mal erledigt, aber mir fehlten da vom Gefühl her einfach noch Sachen. Oben die Kiste, die noch verschlossen ist, in der großen Bibliothek. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, aber ich dachte eigentlich, dass ich die aufmachen kann, wenn ich den Untergrund fertig habe. Ich habe den Untergrund ja streng genommen irgendwie fertig, bis auf den Moment, wo unten dieses Siegel ist, was ich nicht aufkriege, wo ich auch noch nicht ganz weiß, was es ist. Was mit dem Siegelring? Eitring? Ah, einer von beiden. Egal. Und zusätzlich fehlt mir noch das Item für den karianischen Lehrsaal. Weil sie da vor Ewigkeiten waren, wo ich auch nicht vorangekommen bin. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir zumindest das schon hätten finden müssen irgendwo. Und ich bin jetzt nochmal in den Untergrund gegangen. Ich muss da jetzt einmal gestehen. Ich habe einmal ganz kurz reingeschaut, wie das wegen der Rani-Quest ist, weil mir fehlt ja an allen Ecken und Enden fehlt mir irgendwas, weil ich irgendwas anscheinend übersehen habe. Ich habe mir das jetzt nicht genau durchgelesen, was mir fehlt, aber es fehlt mir anscheinend noch irgendwas im Untergrund. Und zwar bin ich dann auch nochmal, was ist das, nicht die Einsel, nicht Tiefwurz? Ich weiß nicht mal, wie das Gebiet hier heißt. Nokron? Siofra! Siofra, das ist ja die Ecke, wo wir mit dem Loch, was Radans Meteorit in den Boden gerissen hat, reingekommen sind. Und auch über den Bodenbrunnen an Siofra, genau. Das ist nämlich das erste Gebiet, in dem man runterkommt. Da habe ich mich jetzt hier relativ viel umgeschaut und bin über das gestolpert. Da unten sind Nachrichten, da ist ein Slime und ich bin mir nicht sicher, wie ich da hinkomme. Eine Möglichkeit wäre, hier direkt rüber zu springen, aber... Falls ich hier oben auf die Klippen kommen sollte, müsste es mir möglich sein, da drauf zu hüpfen. Falls das auch wieder nicht klappt, muss ich mal weitermachen, weil es mir fehlt auch... Nee, das da oben war, glaube ich, das Blutmonster. Mir fehlt aber hier oben auf dem ein Aquäduktteil Dings da. Ich glaube, das ist gar nicht von hier aus zu sehen. Da war noch so ein Schmelztiegelritter aus der Ferne zu sehen. Da gab es irgendwo eine Ecke mit so drei magischen Portalen, die ich mit diesen magischen Schwertschlüsseln aufschließen konnte. Und eins davon führt auch nochmal in die Ecke hier. Kann sein, dass ich das eventuell noch brauche. Aber hier unten war ich. Da unten vor dem komischen Thron, da bin ich mir doch sicher, da war ich. Du hast einen wunderschönen Gesang. Oh, guck mal. Ach, jetzt nicht das Signal direkt vor. Ach, hier bin ich dann immer zum Wolf abgebogen. Ah! Und? Tot. Nein. Sehr schön. Und jetzt? Bin ich auf dem Dach, wo ich noch nicht war. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, ob das hier so schlau ist, was ich überhaupt tue, aber... Es ist sowas von schlau. Heilige Stätte der Nacht. Okay, ja. Ich mache irgendwas richtig. Ja, ich hatte mir einmal in Deeds rausgelesen, dass das irgendwo im Untergrund ist. Das habe ich jetzt tatsächlich noch hingekriegt. Witzig. Das haben wir dann beim ersten Spieldurchlauf wahrscheinlich direkt geschafft gehabt. Runenbogen. Oh, sehr schön. Wow, das war knapp. Alter. Ihr seid ja ganz schön schlecht drauf, oder?
ein Treffer noch, ich bin tot. Jetzt nicht mehr. Aber du bist tot. Haha. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was es hier gibt. Es kann auch immer noch sein, dass es das sogar das falsche Gebiet ist. Ja, aber wenn es das falsche Gebiet ist, weiß ich, dass ich ja noch viel mehr zu entdecken habe. Ich liebe es ja hier im Untergrund. Wer geht voraus? Aber Mist. Na, goldene Rune 1? Ach nee, Schmetterlinge. Das ist auch okay. Oh Gott, es hat gerade geleckt. Und das hat mich gerade fast umgebracht. Wow! Unangenehm. So, hier rüber oder was? Da unten waren wir, glaube ich. Noch gut, wichtiger? Wichtig tun, ich meine, leuchtet der blau. Irgendwo ist hier auch ein Skarabäus. Ah, so einer. Ist nicht so wichtig. Schwarzes Schleifmesser. Okay, das kann ich mir jetzt nicht zuordnen. Ach, Schlüsselobjekt, oder? Wenn Gegenstand körperlich oder okkult eine Affinität an, könnt ihr eine zusätzliche Affinität des Typs giftig, blutig oder okkult auswählen. Ah. Oh. Wir haben ein paar Steinschwertschlüssel, ne? Lass einfach mal reinschauen. Ach, ich konnte nicht anvisieren, weil dieser Steinschwertschlüssel, die Steinschwertschlüsselmeldung in Ordnung schon wieder war. Oh, das ist ja zu kotzen. Gut, aber da habe ich mich ja schon mal drüber aufgeregt. Das ist ja. So, warum, wofür habe ich ihn verschwendet? Oh, okay, sieht gut aus. Oh, ich glaube, die war früher richtig OP, aber ich habe die sehr oft irgendwo gelesen, dass die wohl massiv genervt wurde. Aber das wäre eine interessante Überlegung, wenn ich einfach die Imitator-Träne nochmal dazu nehme. Mit zwei super auf Haltung brechende Waffen dann daran. Also die Imitator-Tränen-Asche ist, für die, die es jetzt nicht wissen, das habe ich jetzt sogar im Kopf, bin begeistert. Wie die Imitator-Träne, gegen die wir schon gekämpft haben, die kopiert mich einfach. Komm ich da rüber? Oder mich direkt umzubringen. Gar nicht? Jetzt geht's schon wieder los. Ich kann da durch irgendein Fenster rein, wenn ich das richtig sehe. Kann ich hier oben irgendwo durch ein Fenster raus? Und wäre das Rätsel gelöst? Ja, kann ich? Doch, das hilft mir sogar. Ah! Aha! Dann hier durchs Fenster wieder rein. Das ist doch auch der, den ich gesehen hatte. Ah, sehr schön. Nochmal ein paar Schmetterlinge. Danke, danke, danke. Haben wir hier noch Schönes? Gießender Noxhammer. Guck ich mir mal an, weil irgendwie so eine riesige stumpfe Waffe wäre auch nochmal cool. Fließende Form. Einzigartiges Talent, das heißt, ich kann da nichts anderes dran machen, ne? Wäre eine interessante Idee, so ein Ding.
Oh, ich hab die Kugel hier umgebracht. Ich bin Kugelmörder vom Beruf. Oh, nett, dass sie reingerannt ist. Finde ich gut. Larventräne, danke. Okay. Oh, was war denn hier noch zu sammeln? Ach, hier noch mehr Silbertränenhüllen. Egal. Eine Gnade. Oh. Oh, als ich da oben rübergelaufen bin, hätte ich schwören können, dass ich hier unten schon war. Wow. Wow. Offensichtlich nicht. Ich war zu langsam. Himmelstau war ja jetzt, um meine Sünden vergeben zu lassen. Ich finde, es gibt relativ viel Himmelstau. Gibt es so viele Sünden, die ich begehen könnte? Ist das so schlimm? Oh, Nachricht. Wahrscheinlich mit sinnlos. Lügner voraus oder irgendwie so ein Spaß. Erstens gut gemacht, aber Vision sagt also. Ja. Oh, ich mag diese Nachrichten echt gerne. Oh, die hätte ich auch mal liken sollen. Na egal. Von da oben kommen wir. Ah, du bist doch schon wieder einer, der sich verwandelt. Warum nicht? Aber du weißt es wohl noch nicht. Ich esse diese Trolle zum Frühstück. Aber wie gesagt, das konntest du ja leider noch nicht wissen, wer das Slime. So ein Typ mit Schwert und Schild hätte mir mehr Sorgen gemacht. Also irgendwas mache ich richtig. Das ist super. Ja, komm, nehmen wir die Silbertränenhülle nochmal mit. Irgendwas können wir die bestimmt mal gebrauchen. Da kletter ich jetzt nicht lang. Aha! Ein Teleporti-Dingsi. Also ein Teleporter. Führt der denn schon wieder hin? Es ist schrecklich hier! Könnt ihr mir nicht einfach irgendwo mal irgendeinen wichtigen Loot hinlegen und sagen, hier, du hast es geschafft, du darfst wieder zurück? Nein, gib mir einen Teleporter, um noch weiter zu gehen. Oh. Ah, ich liebe das, ist alles gut, ich liebe genau das Phänomen. Oh, warte, ich hab nicht... Ne, nichts an der Decke. Und... Fingertöterklinge, Schlüssel und große Geistertalie. Was ist denn? Schlüssel? Für? Versteckter Schatz der ewigen Stadt Nokron. Ein aus einem Leichnam geborgene Klinge. Dieser blutgetränkte Hochverrat der ewigen Stadt symbolisiert gleichzeitig ihren Niedergang. Kann von Schicksalslosen nicht geführt werden, soll aber höheren Wild und seinen Vasallen. Das ist der versteckte Schatz von Nokron. Oh! Das ist doch. Dann muss ich das so bestimmt Rani abgeben, oder? Erstmal schauen wir, wo uns das Teleporterteil hinführt. Echt jetzt? Ha. Okay.
Rani. Schauen wir mal. Ich meine, das war ja der Schatz, den man besorgen sollte. Also sie sagten den verborgenen Schatz von Nokron. In der Beschreibung steht, das ist der verborgene Schatz von Nokron. Aha! Sie redet wieder. Not blithe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Okay. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Das ist das, was ich brauche für den karriärischen Lehrsaal. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent, too, for his part. You may leave now. It was but brief, but thou gavest me fine service. What is it? You may go. I too am to depart on a journey. Hast du nichts mehr zu sagen? I too am. Oh. Mann. Dann würde ich nochmal zu ihren Vasallenauten gehen, den Typen. Einmal bei ihm angeben und profilieren, dass ich hier der coole Typ bin, der ihr geholfen hat und nicht einer von euch. Ja. Silvua? Silvia? Irgendwie so heißt er. Was war eigentlich mit dem dritten Turm hier auf dem Gelände? Konnte ich da eigentlich irgendwann mal rein? Da war ja das letzte Mal auch noch so ein Siegel vor. Hallo, Siluvis. Begging for another lesson so soon. Nein. Da haben wir noch einen dritten Turm. Auch sagen, ich habe irgendetwas überflogen gehabt, als ich mal kurz reingeschaut habe. Irgendwas war mit dem dritten Turm, aber auch da habe ich gar nicht weitergelesen, aber jetzt will ich einfach mal wissen. Renners Turm. Aktuell fest verschlossen. Na gut, dann ist es ja vollkommen egal. Sehr schön. Dann können wir den karianischen Lehrsaal nochmal angehen, oder? Wo ist er denn? Da. Dann machen wir den jetzt nochmal schön. Jetzt dürfte das auch mit den Hemden, die an den Wänden geklebt haben, Sinn ergeben. Weil ich kann das Ding, glaube ich, hier hinstellen. Oh, gibt's eine Katze? Sieht auf jeden Fall verdammt cool aus. Ja. Okay. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich glaube jetzt ergibt es auch mit. Das sind die Hände.
Kann ich mir den Fahrstuhl noch rufen? Wahrscheinlich nicht so, oder? Nee. Das heißt, ich muss hier komisch rüberspringen. Ha! Geil! So, guck mal, Hans. Jetzt ergibt es auch Sinn, dass ihr hier rumgeklebt habt. Witzig, das Wasser ist sogar noch oben. Echt jetzt? Das ist die blöde Kuh ja wieder. Ich hab Steine. Deine haben eine ziemlich krasse Reichweite. Das ist okay. Hier hast du noch mehr Steine. Ha! Komm, ich steinige dich jetzt hier einfach. Oh. Warte. Die hat wohl keine Lust darauf, gesteinigt zu werden. Ich muss gestehen, das nehme ich hier nicht mal übel. So, guck mal, jetzt kann ich hier wieder überall und nirgends lang, ne? Zum Beispiel da unten sehe ich schon wieder so großen blau leuchtenden Loot. Es ist so verrückt hier auf dem Kopf zu laufen. Maske des Vertrauens. Bestimmt auch schon mal erwähnt, dass ich diese Hände echt eklig finde, oder? Wie laufe ich denn jetzt weiter? Ach da. So, werte Tod ist so eine blöde Hand. Nein. Oh nö. Ja gut. Das kriegen wir hin. Spawnt sie nach? Ich habe jetzt sogar schon wieder irgendwas mit Klarheit, war jetzt der Zauber, glaube ich, oder? Den wir jetzt von ihr bekommen haben. Haben wir. Gute Spawn hier nach. Das ist sehr nett. Das komische Fass, was er da geworfen hat, macht auch echt gut Schaden. Ist in Ordnung. Hier, du warst jetzt nicht unschuldig an meinem Tod. Jetzt gut Schaden gerade. Das ist okay.
Oh. Jetzt könnten wir da drauf und weiter runter. Okay, ich glaube, wir müssten da drauf und weiter runter. Oh. Wieder auf die Streben. Nur diesmal irgendwie von der anderen Seite. Hier Loot. Ach so, das ist die Tür. Das ist strange hier noch. Oh. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Die Tür da mal auf. Hör mal, schlechtes Wetter. Okay. Das ist dann hier wohl der heilige Turm von Dionia? Ah, mit Gnade. Jetzt hätte ich. Oh, jetzt bin ich aber mal kurz neugierig. Hätte ich da nochmal was anderes abgreifen können, Lud? Ich laufe den Weg jetzt nochmal, aber diesmal etwas flotter. Sagen meine Runen eigentlich 40.000. 40.009, das ist ja fast eine Punktlandung auf 40.000. Hey. So. Moin, Händchens. Ich laufe nur kurz durch, Ich habe kein erhöhtes Interesse, euch zu belästigen. Erstmal fast zu Tode gerollt. Ein richtiger Klassiker geworden. Zack. Ich bin hier. Kann ich hier runterhüpfen? Bei der Fahrt? Nee, oder? Hier das Dach, da sieht nämlich fast aus, als wenn man da noch hin könnte. Nö. Okay. Sind wir wieder in dem Raum. Ja, glaube ich. Ich glaube, dass hier ist nichts. Okay. Es geht noch nicht mehr zurück. Okay. Das heißt, wir können jetzt einfach mal zum Turm weiterlaufen. Das passt schon. So, Katzen brauche ich nicht nochmal. Haben wir eben das gesehen. Und wir können laufen. So.
Dann aktivieren wir doch mal die nächste große Rune. Kommt hier noch irgendwas, was mich davon abhalten will? Ach, der Dicke! Hüpf! Ich hasse ihn! Was sagt deine Haltung eigentlich, wenn ich mit zwei Sprungangriffen nicht belästige? Deine Haltung zeigt sich unbeeindruckt. Ist okay. Jetzt ist sie. Das ist okay. Und einen aufgeladenen noch hinterher. Und einen leichten. Und noch einen. Oh, wow. Kapuze der adligen Götterskalbe. Ja, wahrscheinlich ist das Gegenset zu dem dünnen, was ich da hatte. Ich bin schon total begeistert darauf, wenn ich auf beide gleichzeitig treffe. Yay. Wie viel Runen gab der? 4000 nur. Wow. Das ist nicht viel. Keine Ahnung, ob wir Rubinfragmente brauchen, aber hier liegen halt ein paar. Warum nicht? Gut, selten waren sie auch schon unten nicht. Als wir das Spiel gestartet haben, lagen die Dinge irgendwie schon überall rum auf den alten Ruinen. Logischerweise, Rubinfragmente auf den Ruinen. Ha, ist sogar naheliegend. Ah. Hier geht's aber nicht wieder nach unten, oder? Nein, gut. Dann lass mal Rune aktivieren. Wir sind gleich da. Wunderbar. Aha! Und los. Ah, direkt wieder eine Gnade. Gute Aussicht. Heiliger Turm von Kaelid. Heiliger Turm von Limgrave. Und da hinten ist einfach nur ein Turm, oder was? Naja. Oh, hier ist ja gar nichts zum Aktivieren. Okay, was dann? Fluchmal des Todes? Erbe der Sterngucker. Was ist denn jetzt schon wieder Fluchmal des Todes für ein Ding? Ein in das Fleisch und Rani der Hexe gespritztes Fluch in Form eines Tausendfüßlers. Oh, 4 in Form eines Tausendfüßlers. Oh mein Gott! So viele Dinge, die sich gerade auf einmal ergeben. Woo! Hey, ich hab da fast in Form eines Tausendfüßlers. Das warst doch du, oder? Oder fahre ich schon wieder in den Dialog mit irgendwem anders? Aber nein, ich glaube, das warst du. Lass uns kuscheln. Ja! Is the other Hallobrand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this... Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. You are my, our, true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight?
If only for a moment. Klar. Segen des strahlenden Firmaments. Heimsprechen. I will soon lay with Godwin, and it will surely stir within me. The new life of the Golden Prince, and first dead of the demigods, as the rune of those who live in death. Please, do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon lay to conceive. Brandish must stay the by becoming. Ah, sie teleportiert mich immer noch nicht irgendwo weg. Also irgendwo gibt's einen Drachenbosskampf mit ihr in der Questline. Warum ich einmal kurz dran setze? War also vielleicht das Item, was sie mir da gegeben hatte. Hübs eines Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Sing ist extrem sehr. Verbraucht FP, um vorübergehend das Gleichgewicht zu erhöhen. Das heißt, eine Gefährtin auf dem Sterbebett gewähre diesen Segen nur ein einziges Mal in ihrem ganzen Leben und ausschließlich an einen auserwählten Helden. Dieser Segen ist nämlich der einzige, den sie aus eigenem Antrieb spendet. Ah. Aha. Danke. Wollen wir nochmal reden? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Oh, laden wir zu stumpf. This is goodbye, my dear. Oh! But I am satisfied. Oh, doch, doch! Was anderes? Ganz blöd, wenn ich jetzt nochmal neu lade. Kriege ich dann nochmal einen anderen Text? Vielleicht muss ich auch in der Story erstmal weiter voranschreiten, damit sich das... Ah! Oh! Nee, sie lebt noch. Ach, das ist Gott... Ach, Gottchen, das habe ich gar nicht gecheckt. Ja! Lass uns aufs Maul kriegen! Der dürfte nicht zu uns sein, glaube ich, oder doch? Wir werden sehen. Nice! So, bin vorbereitet für den Kampf. Schlag ihn! Oh, wow. Also wenn es mit dem Haltungsschaden so halbwegs klappt, bin ich sehr zufrieden hier. Ist doch was Besseres, nur dazu blitzen? Nee, ne? Er macht gut Schaden, das auf jeden Fall. Hallo? Mach mal was. Okay, also das mit der Haltung durchschlagen, das scheint nicht so gut zu funktionieren bei ihm. Naja, das ist schade eigentlich. Ich
habe übrigens immer noch allergrößten Respekt vor diesen Menschen, die sowas machen, solche Runs mit No-Hit und so ein Spaß. Oh, es gibt auch welche, die auf Level 1 No-Hit, keine Ahnung, es gibt welche, die richtig übertreiben. Oh nein, oh nein! Nein, nein, nein! Stirb. Wuhu! Fast zwei ist sehr schön. Was sind da jetzt? Das sind die beiden Tausendfüßler-Male. Heilrune des Todesprinzen. Was? Was ist das denn schon wieder? Womit lässt sich der zertrümmerte Eldenring heilen? Eine Rune, die in vier herangereift ist, also ihr Kind oder was, in der Gefährtin auf dem Scherbebett, ja, hat sie mir ja gesagt. Der Eldenfürst ist damit in der Lage, den zertrümmerten Eldenring wiederherzustellen. Wird aus den zwei Halbkreisen des Weihezeichens zusammengesetzt und macht das Prinzip des Lebens im Tode zu Teil der Ordnung. Die goldene Ordnung wurde durch die Einschränkung des Schicksalstodes erschaffen. Folglich wird der Tod die neue Ordnung entscheidend prägen. Ah. Nice! Will ich jetzt nochmal neu landen? Hat jetzt dreimal geklappt. Versuchen wir es einfach nochmal. Ich weiß, ich kann mal leveln hier. Oh, mir fehlen nochmal 1000 für das nächste Level ab. Witzig! Echt? Schon wieder was? Was haben wir denn noch neu? Vier ist, Kleidung? Okay. Jetzt ziehe ich die Leiche auch noch aus. Eieieiei. Bin schon so ein kleiner Triebtäter hier. Mal neu laden, hat nichts gemacht. Schade. Und wie oft hat das jetzt 4 oder 5 Mal hat das jetzt geklappt? Cool. So, auf jeden Fall hole ich mir nochmal das nächste Level ab. Ich habe da ja so ein paar Einser gefunden. Ich will mir überlegen, ob ich mir diese Imitator-Träne mal rein tue. Einfach mal zum Testen. Weil wenn die auch so mit Haltung rumballert, wie ich mit Haltung stand, dann dürften die Kämpfe ja richtig easy werden. Ich glaube, ich mach das. Ich schalte die mal um auf die Imitator-Träne. Wo ist sie denn da? Kostet mich 660 LP. Ja, das ist der Nachteil. Die kostet halt LP und keine FP. Warte mal. Das sieht gerade schon wieder anders aus als vorher. Nein, ich bin dadurch. Ich dachte gerade hier. Nee, alles gut. Vergesst, was ich sagen wollte. Ihr wisst es eh nicht, also alles gut. Ich werde mal einmal die Imitator-Träne bis zum nächsten Mal aufgewertet haben. Wir werden irgendwo mal in Bosskämpfen rauskommen, wo sich das gleich mal lohnt, das auszuprobieren. Ich freue mich drauf. Allgemein weiß ich gerade nicht mal ganz, was wir beim nächsten Mal machen. Das mit der Rani-Quest macht mich noch ein bisschen fertig. Irgendwo stirbt Rani. In irgendeinem Punkt dieser Questline. Und ihr Geist ist in irgendeiner kleinen Puppe, die ich irgendwo mit hinnehmen soll. Und ich glaube, das war auch wichtig unten, wo wir jetzt den komischen... Ja, wo wir ganz unten dieses komische Sternenbiest da kaputt gemacht haben. Hase... Ah ja, dieses komische Viech, was ständig Meteoriten gekloppt hat, so super Fernkampfpfeile hatte, ganz, ganz unten. Astel, irgendwie. Ich werde mir das jetzt tatsächlich mal raussuchen. Auch jetzt, dass ich das Indiz hatte, um mir nochmal die Sachen da rauszusuchen für den Lehrsaal. Gut, ich wusste nicht, dass es auf den Lehrsaal hinausläuft, aber warum nicht, ne? Ich bin... einfach irritiert. Ich glaube, ich mache irgendwas in der falschen Reihenfolge, aber ich krieg das schon geregelt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.